Adresse, unser Treffpunkt. Wilhelm Grimms Haus, Stephanstraße 70, 10559 Berlin. Was noch? Pass dich an oder stirb. Schnell reagieren. Auch wenn ich schlafe. Ich hab dich getötet. Vater und Tochter. Eric Banner und die seit Abbitte darstellerisch auffällige Shory Sronan. Papa ist ein Ex-CIA-Mann, der mit der Company eine Rechnung offen hat und dafür seine Tochter zur perfekten Kampfmaschine trainiert. Irgendwo in der finnischen Einsamkeit. Ihr erster Auftrag wird es sein, die für den Tod der Mutter verantwortliche CIA-Agentin auszuschalten. Papa! Denk an unser Training und alles wird gut. Ich sehe dich dort. She'd been sort of trapped in a forest for about 14 years. Sie war 14 Jahre ihres Lebens dort im Wald, irgendwie gefangen und hat nie die Welt dahinter gesehen, nie eine Frau getroffen. Sie war dort nur mit ihrem Vater und jegliche Erziehung kam von ihm. Deshalb war für sie der Schritt in die Welt so überwältigend, beängstigend, wunderbar, voller Liebe und Traurigkeit. Für mich ist das etwa so, wie Teenager fühlen, wenn sie zum ersten Mal in die Welt treten. Ein obskurer Bunker, eines dieser düsteren CIA-Geheimnisse. Was hättest du gern? Musik? Was zu lesen? Egal was. Sag's einfach. Ich möchte Marissa Wegler sprechen. Ich komme, sagen Sie ihr das. Ich bin Marissa Wegler. Du wolltest mich sprechen? Ist ja gut. Ein Film wie ein böses Märchen. Ist ja gut. Denn auch die Brüder Grimm sind bekanntermaßen nicht eben zimperlich. Hanna zur treibenden Musik der Chemical Brothers unterwegs. In stilsicher inszenierten Überwältigungssequenzen erkunden wir mit dem Mädchen diese seltsame Welt, in der wir alle leben. Ich habe gehört, du wärst tot. Hat dir das deine Kleine geflüstert? Warum bist du wieder aufgetaucht? Die Techniker. Ich habe dich was gefragt, Erik. Erik, bist du noch dran? Action, Thriller und Märchen in einem. Eine gewöhnungsbedürftige, aber immer spannende Mischung. Beweg dich, steh auf! Und auch Papa mischt kräftig mit, während Hanna inzwischen die rätselhafte Welt erkundet. Wer ist das? Ich bin Hanna. Als Freundin musst du ehrlich zu mir sein. Ich hätte gerne eine Freundin. Das ist viel wert. Unsere Erfahrungen machen uns zu dem, was wir sind, oder Kinder? Und Hanna, sind deine Mutter und dein Vater noch zusammen? Meine Mutter ist tot. Gut gemacht, Dad. Tut mir leid, das zu hören. Meine Mutter starb, als ich noch sehr klein war, also... Ist schon gut. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Hanna, woran ist deine Mom gestorben? An drei Kugeln. Ich halte mal kurz an. Nein, nicht! Regisseur Joe Wright und seiner charismatischen Hauptdarstellerin ist da ein Balanceakt gelungen, der weit über die gängigen Thriller-Effekte zielt. Du solltest dich nicht von der Stelle rühren, Sophie. Hanna, was geht hier vor? Was du auch tust, du darfst mir nicht folgen. Versprich mir, dass du mir nicht folgst. Ich versprech's. Danke, dass du meine Freundin bist.